Montenegro. Die kleine Stadt hier hat sich in den letzten Jahren zu einem der Tourismuszentren des Landes entwickelt und ist vor allem bekannt für ihren Strandurlaub und für ihre historische Altstadt. Außerdem kann man Bootstouren machen aus Budva. Und was es hier zu sehen gibt und ob sich eine Reise nach Budva lohnt, das schauen wir uns heute mal an. Also hier in den Gassen zu gehen ist echt schön. Das ist so pikturesk, aber man verliert sich auch. Mich erinnert es so ein Labyrinth im Maisfeld irgendwie. Wenn man da abbiegt, dann ist falsch. Wenn man da abbiegt, dann ist richtig. Das ist echt eine Glückssache. Ich glaube, da muss man ein paar Mal durchgehen, dass man eben weiß, wo es lang geht. Aber es ist echt sehr schön. Auch immer wieder kleine Gärten und kleine Cafés, wo man was essen kann, trinken kann. Also die Altstadt von Budva ist wirklich schnuckelig. Kleinen Budget reist, der kann sich hier in der Stadt relativ, ich sag mal, günstig Snacks holen. Zum Beispiel ein Stück Pizza, relativ groß, oder auch diese Pizza-Sandwiches. Die gibt es ab 3,50, 4 Euro. Da hat man auch schon brauchbares Mittagessen. Einen guten? Danke. Beiß rein, ja! Also was man Budva wirklich lassen muss, die Innenstadt ist echt schön. Das Coole ist, was man wahrscheinlich wieder nicht weiß, das ist eine der ältesten Städte an der Adria. Die Stadt hat eine Historie von über 2500 Jahren, das müsst ihr euch mal vorstellen. Da war ich noch so klein, so groß ungefähr, vor 2500 Jahren. Und das sieht man halt auch. Es gibt echt einige Ecken, da meinen wir so, hey, das Ding steht schon seit 500.000 Jahren hier. Wann kommt der Dino ums Eck? Aber es ist wirklich eine schöne Innenstadt hier. Das ist die Zitadelle von Budva. Die war ein Herrschaftsgebäude und eben auch zur Verteidigung der Stadt. Wurde im 9. Jahrhundert gebaut und dann, als die Venezianer, wer sonst, mal wieder da waren, im 13. bis 18. Jahrhundert, wurde die noch deutlich ausgebaut und erweitert. Heute bergt sie unter anderem Aussichtsflächen, ein Museum und ein Restaurant. Wer die Stadtmauer von Budva entlang gehen möchte, der muss 2 Euro blechen. Und dann kann man hier einmal rumlaufen. Und ab in die Stadtmauer. Ah, der Blick ist ganz schön. Hier auch auf die andere Seite der Bucht rüber. Und rüber auf die Insel. Und Hawaii sieht man. Ja, die Insel Hawaii. Und da drüben ein großes Neubauprojekt. Die Straße den Berg hoch, das ist die Hauptstraße, die wir gekommen sind. Und da vorne sieht man noch zahlreiche Neubauprojekte. Unter anderem eben Touristenburgen und auch Wohnungen. Hier sieht man erstmal, wie blau das Wasser ist. Das ist einfach im Yachthafen viel dunkler, weil es da durch die Boote irgendwie aufgewühlt wird. Aber hier glasklar bis zum Grund. Ich habe ja hier so eine Theorie, dass die Stadtmauer deswegen kostenpflichtig ist, damit nicht so viele Touristen hochkommen. Erstens. Sie ist recht schmal, das heißt, würden wir in beide Richtungen gehen, das wäre vielleicht ein bisschen eng. Und zweitens, man kann hier einfach in wahnsinnig viele Restaurants und Gärten von oben reingucken. Und auch in natürlich den ganzen ersten Stock der Häuser. Ich glaube, das soll ein bisschen reduziert werden. Aber nur eine Theorie. Hier haben wir eine der berühmten Pechnasen. Beziehungsweise, da wurde dann irgendwas runtergeschippt, wenn jemand angegriffen hat. Kot, brennendes Zeug. Und dann hat man eben versucht, die Angreifer wegzuschlagen. Ich habe mir gerade mein Schiff ausgesucht. Das wird's. Das gefällt mir sehr gut. Glaube ich, wird gerade nur gewartet. Also wir können jetzt noch nicht sofort ablegen, müssen ein bisschen warten. Aber hier gibt es ganz schöne Schiffchen. Würde ich auch nicht nein sagen. Da wir in der letzten Zeit sehr viele Mauern begangen haben, hier mein persönliches Rating. Auf Platz 1 ist Dubrovnik, auch wenn es sauteuer war. Auf Platz 2 ist jetzt diese hier in Budva und auf Platz 3 Kotor. Also wirklich schöne Mauern, die man sich mal angucken kann. Wir gehen zurück, weil das ist hier eine Einbahnstraße und weiter als da vorne geht es nicht. Eingang ist gleichzeitig auch der einzige Ausgang. Alle anderen sind mit fetten Toren abgesperrt. Jetzt zeigen wir euch eine der bekanntesten Strände hier in Budva.
Da muss man durch so einen Tunnel, oder wahrscheinlich ist das ein Hotel, so wie das aussieht, durchgehen. Und dann geht es da zum Strand. Da geht es dann die Felsklippen entlang. Da kann man allerlei Kunst kaufen. Das habe ich mir jedes Mal gedacht, so kurz bevor ich zum Strand bin. Achso, Bild, das wäre es jetzt. Deswegen nehmen wir heute keins mit. Und da geht es dann lang, diese Steilklippen entlang, zum nächsten Strand. Die junge Dame hier ist das Budva Dancing Girl oder die Ballerina von Budva und ist eine Statue, die hier auch ein Wahrzeichen der Stadt ist. Sie geht auf eine Legende zurück, dass sich eine junge Tänzerin aus der Stadt in einen Matrosen verliebt hatte. Der musste auf hohe See und sie hat jeden Tag ihm entgegengesehen, dass er zurückkommt. Er ist leider nie zurückgekommen und sie ist an gebrochenem Herzen gestorben und hier wird ihr gedacht. Der Weg zu diesem Strand ist wirklich cool. Hier kann man sich noch ein Bananenboot mieten, Paragliding, Jetski, was halt gerade einen so bockt. Dann nach Hawaii rüberfahren. Klingt irgendwie komisch, aber ist wirklich so. Und da ist dann die Altstadt von Budva. Und ein bisschen weiter, Martina. Nach einer kleinen Wanderung ist man dann am Mogrenplaza. Das ist einer der Stadtstrände hier in Budva. Da vorne kann man dann durch einen Tunnel dann quasi zum nächsten Strand gehen. Schauen wir uns natürlich an. Aber es ist hier wirklich schön. Schaut euch mal, wie blau das Wasser ist. Erinnert mich wirklich an die Malediven, so sauber das ist. Und ja, das ist echt pittoresk hier, dieses Eckchen. Wenn man sich den Sand hier mal so anguckt, man sieht, er ist relativ grob. Max hat ihn gerade relativ trefflich als Vogelsand beschrieben. Das, ja, so schaut's aus. Und eine Besonderheit hier am Strand ist, wenn man dann weitergeht, hier so durch die Klippen, muss man durch so einen Tunnel. Einmal hier so durch. Und da kommt man dann quasi zum nächsten Strand. Einmal hier durch. Zack, zack, zack. Einmal durch die Klippen. Und schon ist man am nächsten Strand. Ziemlich cool. Hier ist auch so ein Beachclub. Das ist sehr pittoresk hier. Also dieser Strand, der ist wirklich sehr zu empfehlen. Auch die Möglichkeit, dass man da hinten sich ein paar Liegen mieten kann, ist wirklich gigantisch. Und ist wirklich auf jeden Fall eins der Highlights, würde ich sagen, in Budva. Weil, ja, wo findet man schon einen Strand mit Tunnel, dass man in den anderen Strand gehen kann? Das ist wirklich selten. Nachdem wir euch jetzt die Altstadt und den bekannten Strand gezeigt haben, nehmen wir euch jetzt noch mit an die Partymeile. Die Partymeile ist eine Kombination aus Restaurants, Clubs, Bars und Strand. Es ist wirklich so, ja, ein spannender Mix, aber man kann sich hier richtig gut vorstellen, glaube ich, auch wenn wir das jetzt nicht abends drehen, wie viel hier abends los ist. Also hier ist echt die Hölle los, wahrscheinlich zur Hauptsaison noch mehr, aber auch jetzt ist schon wirklich, ja, gut Party hier. So, hier geht die Promenade los. Hier Boote, hier Cafés und Ice Cream und da vorne gehen dann die Clubs los. Zeigen wir euch auch natürlich. So, jetzt kommen wir hier in die Partyzone. Hier gehen jetzt dann die Restaurants und Bars los auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man auch noch Abendessen mitten am Meer zwischen Booten. Ist auch echt schön. Was hier auch ganz lustig ist, eigentlich wie ein Kotor, überall sind Katzen. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel davon. Und hier geht es dann so richtig los, wo man dann auch die ersten Clubs gleich findet. Wenn man hier so zwischen die Restaurants geht, kriegt man tatsächlich auch Hunger. Manchmal kommt so ein Pizzaduft rein mit Knoblauch oder dann wieder mal so frisch gegrilltes. Also man kriegt hier schon Hunger. Wenn man hier auf dem Weg zur Party ist und noch eine Runde Riesenrad fahren möchte, kann man natürlich auch. Hier kann man gut essen, glaube ich. So, nach den Restaurants jetzt erstmal der nächste Strandabschnitt. Hier kann man sich dann zur Schau stellen und rumliegen. Mann an Mann. Also viel Platz ist nicht, aber wer möchte. Und daneben ist gleich, wie erwähnt, das Riesenrad. Kann man dann eine Runde fahren. Ist jetzt nicht das größte Riesenrad, das ich bisher gesehen habe, aber hey, nicht jeder hat ein Riesenrad am Strand. Gibt es hier schon. Und genau. Und da vorne gehen dann die Bars und Clubs los. Und wie versprochen, jetzt kommen die Bars und Clubs. Da gehen wir jetzt hin. Werden gerade zu haben, aber da gibt es auch einige Dayclubs mit Pool, tatsächlich, die sind ganz schick. Und hier kann man sich dann zulittern. Und unser Fazit zu Budva: lohnt sich ein Besuch in der Stadt? Ja, also wenn ihr
Partys mögt, wenn ihr Strand mögt, wenn ihr typischen, ich sag mal, touristischen Strandurlaub mögt, dann auf jeden Fall. Es gäbe auch noch einen Nationalpark in der Nähe, wo man wandern gehen kann. Man kann Bootsausflüge machen, also das Programm ist hier einiges. Was es nicht ist, ist, es ist kein Geheimtipp und es ist definitiv nicht billig. Aber wenn man das berücksichtigt, ist es definitiv ein Ort, an dem man mal kommen kann.